Hi meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ein neues Reading steht an. Kurze Info vorab. Ihr findet in meiner Infobox alles an Informationen. Facebook, Instagram und auch einen Mail-Account, wo ihr mich erreichen könnt, falls ihr ein privates Reading bei mir buchen möchtet. Auf Instagram kriegt ihr einiges an Bildern. Ich befinde mich jetzt gerade in Brasilien. Wir sind hier halt auch vom Lockdown betroffen. Das heißt, ich kann jetzt nicht ganz so viel fotografieren und Eindrücke zeigen, wie es sonst der Fall wäre. Ich hoffe, das wird sich ändern. Wir sind jetzt gerade im Peak. Ja, das heißt, die nächsten 2 Wochen ist hier also ein wenig mehr Strenge. Ich hoffe, dass es danach auch ein bisschen gelockert wird und die Welt dann irgendwann mal wieder zu einer einigermaßen normalen Drehung kommt und wir alle ja wieder ein bisschen freier leben können. Ich wurde jetzt gerade in der letzten Zeit öfters mal gefragt, wie die Unterschiede sind zu karmischen Partnern, Soulmates und Twin Souls. Ich kann da gerne einen kurzen Einblick geben. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie komplett austreten, das Thema. Das ist auch meine Sicht, so wie ich es erlebt habe und auch bei anderen beobachtet habe. Die karmischen Partnerschaften, die finden meistens auf der 3D-Ebene statt. Also karmische Partnerschaften können, beziehungsweise karmische Begegnungen würde ich es, glaube ich, eher nennen, als jetzt unbedingt nur Partnerschaften, weil eine karmische Begegnung also mit unter anderem auch mit der Nachbarin stattfinden kann oder eben auch mit einem Chef oder Menschen, die im Umfeld unterwegs sind in irgendeiner Form. Wenn man sich in einer Partnerschaft befindet mit jemandem, der karmisch ist, sind das meistens, etwas schwerere Energien, wo man sich durcharbeiten muss. Man kennt sich meistens aus früheren Leben. Heißt auch nicht unbedingt, dass es immer sehr glücklich verlaufen muss. Es ist also öfter mit viel Schmerz und niederen Energien begleitet. Das muss nicht immer so sein, aber es ist eben oft der Fall, dass es da so durchaus auch mal zu Gewalt kommen kann. Das muss jetzt nicht nur unbedingt körperlich sein. Wie gesagt, einfach schwerere Themen mit drin sind. Das mit der Gewalt, das war jetzt nur ein kleines Beispiel. Und ganz oft Abhängigkeitsstrukturen in irgendeiner Form da sind und das eben auf einem Level stattfindet, was jetzt nicht besonders hoch schwingt. Das dient einfach dazu, damit man es erkennt und damit man es in die Heilung führen kann, damit man sich vielleicht auch selber aus einem gewissen Kreislauf heraus bewegt. Wie gesagt, diese karmischen Beziehungen sind meistens auf 3D, also alles, was wir fühlen können und anfassen können und tagtägliche Begegnungen und ich sage jetzt mal so, das, was auf der 3D-Ebene eben zu fassen ist. Die Soulmate-Verbindungen sind oft auf der 4D-Ebene. Da geht es darum zu manifestieren, ja praktisch so den Zauber zu lernen, das umzusetzen. Das schwingt auf jeden Fall höher als eine karmische Beziehung. Das sind oft öfters leichte Verbindungen. Die kann man auch mit besten Freunden oder Familienangehörigkeiten oder Angehörigen haben.
Aber das sind oft Menschen, mit denen man sich einfach blind versteht und auch direkt auf Anhieb, wenn man Glück hat, ist es dann auch noch eine Romanze dazu. Also das kann durchaus auch passieren. Und ja, wie gesagt, es sind oft sehr glückliche Verbindungen, wo natürlich auch Aufgaben drinstecken. Das muss nicht mal heißen, dass das total easy und einfach ist, sondern da sind eben auch Lernaufgaben drin, wie man eben manifestiert. Und die Twin Flame-Beziehungen, die spielen sich auf der 5D-Ebene statt. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass das das Beste von allen ist. Also das ist auch mit unter anderem die schwerste Reise, weil wir als Wesen auf der 3D-Ebene natürlich auch auf 3D in irgendeiner Form Beweise haben möchten, bis wir dann in unserer Union drin sind. Und ja, sich dann auf der 4- und auf der 5D-Ebene zu bewegen, das stellt mit unter anderem also sehr große Aufgaben dar und ja, führt uns eben durch Raum und Zeit. Ja, es kann eben auch ja, mit verschiedenen Aufgaben zusammenhängen, die oft dann eben auch an die Oberfläche kommen. Ja, Past-Life-Geschichten und die Entdeckung des eigenen Selbstes und ja, da schwingt eben viel mit einher, was eben auch in meinen Readings dann öfters beleuchtet wird. Und meine Readings drehen sich halt hauptsächlich ja, um die, die in der Separation sind, die in ihre Union rein möchten. Also die Leute, die sagen, nee, ich will das nicht und ne, will irgendwie meine Reise anders gestalten, wie auch immer. Wir unterliegen dem freien Willen. Also wir dürfen selber auch mitentscheiden, auch wenn wir uns manchmal irgendwie fühlen, als wären wir gefangen. Ja, da sind vielleicht andere Reader dann einfach besser geeignet. Also was meine Aufgabe im Kollektiv angeht, ist es, dass ich ja unterstützen soll, in die Union reinzuführen und eben ja, an diese wahre Liebe zu glauben, die da ist, ja. Wir haben jetzt hier sehr schöne Karten. Natürlich auch wieder bunt gemischt. Bonbon-Tüte, würde ich es mal ausdrücken. Wir haben jetzt hier männliche Energien auf dem mentalen Bereich, im emotionalen, wie das mit der weiblichen Flamme gesehen wird, wo beide dran arbeiten sollen im Moment und wo der nächste Schritt hinführt mit ja, Tipps und Tricks von Spirit, wie man das eine oder andere lösen kann. Wir bleiben halt so lange in der Speiche stecken, bis wir unsere Aufgabe gelöst haben und dann dürfen wir in die nächste Aufgabe rein, so lange, bis wir dann irgendwann in der Union landen, okay? So, wir haben jetzt hier bei den männlichen Flammen als allererstes die Karte Power, die gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, also die männlichen Energien kommen in ihre Kraft rein. Das hat hier mit einer Ausgleichung zu tun. Ja, wir sehen hier diesen älteren weisen Mann, der sich mit dem Löwen verbindet. Ich finde diese Darstellung sehr schön. In den meisten Tarot-Decks wird immer eine Frau dargestellt und hier finde ich es eben toll, dass mal auch ein Mann mit reinkommt. Ja, wie gesagt, na, man wird zum König und verbindet eben, ja, ich sage jetzt mal so die Anteile, die in einem ruhen. Ja, und um in diese volle Kraft reinzukommen und das ist jetzt etwas, was auf der mentalen Ebene stattfindet. Diese Karte kam immer wieder, wie gesagt, aus anderen Tarot-Decks. Jetzt gerade in der letzten Zeit, gaining the strength, also ne, tatsächlich in diese Stärke reinzukommen, vielleicht jetzt auch die notwendigen Schritte einzuleiten. Wir haben die Karte Discontent and Boredom dazu. Ja, also ihr seht hier, ne, die männliche, hier, einmal haben wir hier hinten so ein Märchenschloss. Ja, das ist praktisch, wo die weibliche Flamme drin sitzt und wo eigentlich die männliche Flamme auch hin soll, damit man das Königreich gemeinsam regiert. Dann haben wir hier voll den Mega-Irrgarten, ja, also auch mit so einem kleinen Waldstück oder größeren Park und ja, man ist halt da durchgeirrt, ja, und vielleicht auch irgendwie hier ne, an der einen oder anderen Stelle mal stecken geblieben und rückwärts gelaufen, vorwärts gelaufen und irgendwie sind die männlichen Energien hier gelandet. Ja, das ist die 4 der Kelche. Das ist, wenn man Gelegenheiten nicht wahrgenommen oder nicht angenommen hat. Das kann sein, dass die weibliche Energie immer mal wieder gekommen ist und ja, mit einer Offerte und die männlichen Energien überhaupt gar nicht in der Lage gewesen sind, das hier anzunehmen. Und jetzt steht man hier und fragt sich, what the fuck? Was ist hier passiert? Ja, und ja, man war gar nicht in der Lage, hier diese Regenbogenenergie anzunehmen und mitzunehmen. Und ja, das ist eine Energie, wo die männlichen Energien sich selber jetzt wiederfinden. Ja, und eben versuchen jetzt diese Kraft und die Stärke aufzubringen. Ich habe hier mal so ein bisschen weiter gefragt, ja, was eigentlich dazu geführt hat. Und hier haben wir die Karte The Emperor.
Das ist sehr interessant, weil ich das hier als eine etwas zersplitterte Energie wahrnehme. Also im Grunde, na, also jede Karte hat was Gutes und also eine Schattenseite und eine lichte Seite. Und ich glaube, hier waren die männlichen Energien ja auf dem Weg eben durch den Irrgarten, bis sie dann hier gelandet sind, in der Energie unterwegs, die, ich sage jetzt mal so, den Negativaspekt des Kaisers darstellt. Der Negativaspekt hat mit eventuellem Dominanzverhalten zu tun, Arroganz, dass man ne, jemanden gar nicht irgendwie an sich rangelassen hat, vielleicht auch Masken aufgesetzt, war nicht in der Lage, gütig und weise zu regieren, sondern hat halt, wie gesagt, die dunkle Seite ausgepackt. Da kommt jetzt ein Vogel angeflogen, ja, mit einer Wahrsagerkugel. Ja, das heißt, dass hier die männlichen Energien auch in die Selbsterkenntnis reingehen und ne, vielleicht auch feststellen, dass sie hier, wie gesagt, mit dieser distorted, also verzerrten Energie zu tun hatten. Und das ist nicht nur bei den männlichen Energien so. Also weibliche Energien haben das zwischendurch auch, ja, dass man irgendwie total auf dem Irrweg unterwegs ist und voll auf dem falschen Weg. Und das kann man praktisch auch als Gehirnwindungen ansehen, ja, dass man da irgendwie, ja, wie gesagt, sich verirrt hat. Und dann auf einmal, wie gesagt, hier gelandet ist. Und eigentlich sollte man oder wollte man diese Geste annehmen, hat das aber nicht getan und hat sich irgendwie von sich selber und eben auch ja, von der Union immer weiter entfernt. So, und jetzt steht man hier und denkt eben nach. Und jetzt haben wir hier, ja, wie gesagt, diesen Aspekt, der bearbeitet werden soll, ja, dass man vielleicht auch einsieht, dass man das ein oder andere falsch gemacht hat. Und jetzt hier, wie gesagt, in diese Stärke und Kraft reinkommt, um eben weise und gütig als Kaiser zu regieren. Das ist natürlich hier auch die Energie von Divine Masculine. Ja, also wir brauchen halt alle, um uns auszugleichen. Wir haben ja auch die Acht, also das Yin Yang, ja, wo es eben darum geht, hier das Animalische, was vielleicht auch mal Überhand nehmen kann, in welcher Form auch immer das stattfindet, mit Weisheit in den Einklang reinzubringen. Ja, und das ist eine sehr schöne Aufgabe, die jetzt hier gerade liegt. Und ja, ich glaube, man macht sich hier dann auf den Weg, wieder zurückzulaufen oder vielleicht auch einen anderen Weg zu finden, um hier in die Union wieder reinzukommen. Ja, hier liegt auch ein ganz starker Wunsch dazu, jetzt hier vielleicht auch die Fehler aus der Vergangenheit auszuheilen. Ja, also einige Dinge kann man halt nicht rückgängig machen, das ist passiert und das war auch Teil des Weges. Aber wir haben hier einen Spirit, der sagt, es geht ja, hier gibt es einen Segen auf Vergebung. Okay, das soll also auch von beiden Seiten gehen, weil es ist jetzt nicht nur so, dass die eine Seite, wenn man hier von Seiten sprechen kann überhaupt, Fehler begangen hat, sondern da waren beide dran beteiligt. Ja, beide haben sich gegenseitig total ne, also in die Hölle reingetriggert. Und jetzt ist es eben wichtig, hier in diese Vergebung reinzugehen und auch wirklich mit Vergebungsarbeit zu arbeiten. Ja, und das auch ernst zu meinen, weil hier ein Schub kommt, ja, dass das in die richtige Richtung reingehen soll. Ja, noch haben wir bei den männlichen Energien hier die Karte Sadness and Isolation. Das ist die Karte des Herzbruchs, war gerade 11:11 auf meiner Handykamera, beziehungsweise hier auf dem Video. Sadness and Isolation, ja. Ne? Man saß zusammengekauert hier in der Ecke, ist nicht klargekommen, ist alleine gewesen. Vielleicht auch ne, Isolation haben wir ja jetzt auch gerade, da kommen Erkenntnisse rein. Vielleicht war das auch gerade ganz gut, so für einige wirklich mal mit sich selber zu sein, nicht so eine Ablenkung von der Außenwelt und durch Arbeit etc. zu haben, sondern tatsächlich mal wirklich in sich zu gehen und sich diesen ganzen Schmerz mal anzuschauen. Hier haben wir jetzt eine Person, die in die Auferstehung reingeht, ja, wo hier geistige Erleuchtung kommt und man eben in der Lage ist, wieder die Arme zu öffnen. Hier hat auch eine Ausheilung von Herzbruch stattgefunden, ja. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass männliche Energien Herzbruch herbeigeführt haben. Das kann auch sein von den weiblichen Energien. Ja, einige haben lange Zeit keinen Kontakt mehr. Da kann man sich auch mega Filme fahren, bis man dann irgendwann tatsächlich hier landet, ja, weil man sich irgendwie was weiß ich was einredet und das vielleicht auch gar nicht so ist. Und dann steht man hier, wie gesagt, auf einmal und sagt so, oh, ich habe den Regenbogen gar nicht gesehen die ganze Zeit über. Ja, und ne, hier sind noch so Restschmerzen mit drin. Vielleicht auch noch Abnahmen. Ne, wie gesagt, vielleicht haben die männlichen Energien auch Herzschmerz ausgelöst und sich dann selber zugefügt letzten Endes. Und wir haben hier auch noch so ein bisschen die Energie von Helpless and Hopeless. Ja, also man steht hier und weiß, man will in diese Sonne rein, ja, zur Sonnenenergie, zur weiblichen Flamme, aber man weiß nicht, ob links oder rechts. Das ist im klassischen Tarot, sind das die acht Schwerter. Ja, man hat verbundene Augen und Fesseln. Und acht Schwerter sind in den Boden reingerammt. Ja, das Interessante bei dieser Karte ist, das spielt sich halt im mentalen Bereich ab, genauso wie die drei der Schwerter.
Das Interessante ist, man kann sich diese Augenfesseln selber abnehmen. Ja, und auch die Handfesseln. Man kann auch eigentlich ganz easy durch diese Schwerter durchlaufen. Aber irgendwie sitzt man hier in seinem eigenen Gefängnis und kommt da irgendwie nicht so ganz raus. Wir haben jetzt hier also einen starken Einfluss von mentaler Kraft auf der emotionalen Ebene. Ja, das ist jetzt noch nicht ganz so warm und noch nicht ganz so romantisch, weil hier, wie gesagt, das ein oder andere ausgeheilt werden soll. Vielleicht sehen die einen oder anderen männlichen Flammen jetzt auch so, oh, ich habe hier vielleicht ganz schön Mist gebaut und bin hier wirklich auf dem Irrweg unterwegs gewesen. Und wie soll ich das jetzt hier heilen? Ja, wie soll ich es veranstalten? Welchen Weg soll ich nehmen, um in den Neuanfang reinzugehen? Ja, wir haben die Karte Strengthening Bonds. Ja, es ist eine Asskarte, die eben, wie gesagt, in den Neuanfang führt. Wir sehen hier die weibliche Flamme, die praktisch in so einem Flur steht. Und das mögen jetzt so die ersten zarten Blümchen sein, ja, die so an die Oberfläche kommen, die ersten zarten Blümchen, die sprießen. Das passt ja jetzt vielleicht auch ganz gut zum Frühling, ja, wo etwas wiederkommt, die Natur wiederkommt. Das heißt also, hier passiert was sehr Kraftvolles. Aber es kann, wie gesagt, sein, dass es hier noch Reste gibt, ja, wo man so ein bisschen hin und her gerissen ist und eben auch zu sehr im Kopf unterwegs ist. Ja. Die männlichen Energien, die werden jetzt dazu aufgefordert, hier tatsächlich sich mal mit dem Herzen zu verbinden. The Page of Cups ist ja eine Energie, die vorsichtig ist. Ja, das sind auch so erste kleine Schritte. Ja, das ist so energetisches Antasten. Mal rausfinden, irgendwie, wo steht denn meine Flamme jetzt gerade? Wie gesagt, viele haben keinen Kontakt über eine längere Zeit gehabt. Die Sensoren ausfahren, die Idee entwickeln. Ne? Schaut mal hier, dieser Lotus, der fängt an zu leuchten. Ja, das ist, also ich finde diese Darstellung hier sehr schön. Und noch leuchtet nicht irgendwie das ganze Bild, aber ne, dieser Lotus leuchtet und man konzentriert sich darauf. Das kann auch gut sein, dass die weibliche Flamme jetzt irgendwie gesagt hat, okay, ich gehe jetzt in die Vergebung rein, ich vergebe mir und ich vergebe dir und der ganzen Situation und ich konzentriere mich darauf, dass wir jetzt hier wieder was zum Leuchten bringen. Ja, das geht auch darum, hier wie, ne, dieses Band wieder zu verstärken, um in einen Neuanfang reinzukommen. Und wie gesagt, das ist halt dieses zarte energetische Antasten, ja. Es mag halt sein, dass dann, ne, die männlichen Energien zwischendurch immer noch mal hier reingerissen werden. Also hier auch noch mal Gefühle und Gedanken vor allen Dingen an die Oberfläche kommen, die sich dann auf der Gefühlsebene manifestieren. Aber wir haben eben auch diese Energie dazu. Das finde ich sehr schön. Das ist noch so ein bisschen im ne, Zwischenstadium, was man hier auch wieder ganz gut erkennen kann. Ja, es ist einmal vielleicht ne, ein bisschen hier im Löwen unterwegs, dann wieder mit dem weisen Mann, bis man das eben in den Ausgleich reingebracht hat und ja, der Kaiser dann eben in der Lage ist, milde, gütig und weise zu regieren. Ja, wir haben hier auch Spirit World, die eben mit Einsichten kommt, mit Zeichen kommt, ja, mit Synchronizitäten kommt. Das kann also sein, dass jetzt momentan ganz massiv die weibliche Energie ja, Lieder schickt, Zahlen schickt, ja, auch Spirit eben mitwirkt. Also wir haben sehr viele Freunde auf der anderen Seite, die eben ja, uns helfen, uns da durchzuarbeiten. Okay. Ja, wir haben bei den männlichen Energien Pay Attention to the Red Flags. Ja, das ist so eine Karte, die so ein bisschen mit Achtung, Achtung gekennzeichnet ist. Ich empfinde die jetzt hier ein bisschen anders. Ja, wir sehen eine Gestalt, die praktisch so einen Imkerhut trägt und in der Lage ist, den zur Seite zu nehmen und nicht von den Bienen gestochen wird. Ja, und schaut mal, Spirit kommt hier und überreicht Blumen. Ja, das heißt, dass es hier auch um Synchronizitäten geht und man die roten Flaggen vielleicht mal wegstreichen kann, sondern einfach pay attention to the signs. Ja, also genau, man wird aufmerksam eben auf das, was als Zeichen reinkommt. Das können hier, wie gesagt, auch diese zarten Bande sein, die jetzt wieder geknüpft werden, um in den Neuanfang reinzugehen. Die männlichen Energien werden hier eben von Spirit auch angeleitet, ja, den richtigen Weg zu wählen, die richtige Treppe zu nehmen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die männlichen Energien wissen auch, dass ihr ja, die ultimativ seid. Es gibt keine Twin Flame Karte hier in dem Deck, ja, aber das ist hier die Bestätigung eben auch von den männlichen Energien, dass dieses tiefe Wissen auf der emotionalen Ebene da ist, dass das hier ein Band ist, was unzertrennbar ist. Auch wenn es sich manchmal dehnt, auch wenn man manchmal irgendwie in ein anderes Kapitel einsteigt, aus welchen Gründen auch immer, das hat meistens eine Bewandtnis, weil es da etwas gibt, was
zu heilen ist, vielleicht auch in Erfahrung zu bringen ist. Also diese Twin Flame-Geschichten, die sind immer sehr interessant, weil das halt also wirklich komplett unterschiedlich ist. Ja, da gibt es vielleicht einen kleinen, also sowas wie einen roten Faden, aber das war es dann auch schon. Ja? Also ich lese eure Geschichten immer unheimlich gerne und ja, man sieht halt eben auch, wie bunt das Ganze ist. Ja, und hier ist auch so eine ganz tiefe Sehnsucht drin, sich wiederzutreffen und sich hier noch zu vereinen und dieses Date zu haben und innig zu sein und sich auch so nah zu sein. Das finde ich sehr schön, ja. Und wie gesagt, das ist jetzt auf dem Emotionalen noch so, ne, bunt gemischt, was das Ganze angeht. Nichtsdestotrotz wissen die männlichen Energien, ich soll hier mit einer Offerte kommen. Ja, Man Holding Coin. Das ist ja praktisch der König der Münzen, also der König der Erde. Der König der Manifestation, der König, der auf der 3D-Ebene kommt und sagt, hey, hi, guck mal, ich habe hier jetzt irgendwie vielleicht auch ein ganzes Jahr, das ist auch ein Zyklus hier, an mir gearbeitet, aber ich habe hier was geschafft, so, und ich warte immer noch auf dich und warte vielleicht auch jetzt auf den richtigen Zeitpunkt, um mit dieser Offerte zu kommen. Das heißt, der Entschluss steht fest. Ja, der Entschluss steht fest, hier wieder in diese Energien reinzugehen. Man weiß aber noch nicht genau, wie man das Ganze veranstalten soll. Die männlichen Energien sehen aber auch, dass es sehr lohnenswert ist, jetzt hier sich wieder der Elf zu widmen, der Seelenpartnerin zu widmen, der Twin Flame zu widmen und vielleicht, ne, hier ist auch sehr viel Hoffnung mit dabei, Cornucopia. Ja, es ist dieses Füllhorn, was ausgeschüttet wird, wo es genug für alle gibt. Wir haben Spirit mit dabei, hier leuchtend durch diesen schönen Wald, den Schmetterling der Veränderung mit dazu. Und wir haben, was ich ganz süß finde, The Four of Wands. Ja, also hier ist ein ganz tiefer Wunsch drin, ja, diese Aufwartung zu machen. Und ne, das ist jetzt praktisch so eine ganz tolle Szene hier. Sie kommt halt auf dem weißen Pferd und der hat hier schon alles vorbereitet. Hier haben wir auch wieder diese Seherkugel dabei. Das heißt, es ist vorhergesehen. Ja, und das ist auch etwas, was die männlichen Energien wissen. Das ist vorhergesehen. Vielleicht ist es jetzt noch nicht irgendwie der richtige Zeitpunkt dafür, aber das wird kommen. Und man bereitet sich eben vor auf das Ganze. Ja, es kann halt durchaus sein, dass es vorher Unions gab, die sehr traumatisch gewesen sind. Ja, wo man es versucht hat und ja, das komplett nach hinten losgegangen ist, wo die männlichen Energien sich nicht öffnen konnten oder die weiblichen Energien sich nicht öffnen konnten, wo es Missverständnisse gegeben hat, wo es komplett eskaliert ist und ja, man dann wieder in die Separation gegangen ist. Und das ist für beide frustrierend. Das ist nicht nur für die weiblichen Energien frustrierend, sondern auch für die männlichen Energien, gerade wenn man selber nicht versteht, warum man sich nicht öffnen kann. Ja, da liegen oft ganz traumatische Begebenheiten, die jetzt nicht unbedingt mit diesem Leben zu tun haben müssen. Ja, also wir sind uns schon so oft begegnet und das muss nicht immer heißen, dass man Hand in Hand eingeschlafen ist. Und es gab halt, wie gesagt, ne, bei den einen oder anderen auch richtig heftige Zustände, ja, wo man sich getrennt hat und nicht zusammenfinden konnte, etc. Ja, und wir haben hier also den Hinweis darauf, vielleicht nochmal hinzugucken und Muster der Seele loszulassen, aufzulösen, Seelenverträge aufzulösen und auch sich nochmal mit dem Thema vom Past Life zu beschäftigen. Das kann jetzt sein, dass das bei vielen an die Oberfläche kommt, ja. Und wenn das nicht gelöst ist, dann werdet wieder in eure Union reingehen, ja. Aber ihr werdet wieder am selben Punkt scheitern. Und deswegen ist diese Arbeit zwischendurch auch so wichtig. Deswegen sind diese Separationsphasen, das ist nicht dazu da, um jemanden zu schaden oder irgendwie um großen Schmerz und Leid herbeizuführen, sondern das ist eine Phase, in der ihr heilen sollt. Alles, was euch triggert, alles, was euch bindet, was euch hindert, alles, was euch wehtut, da wirklich mal genau hinzuschauen und zu fragen, wo kommt das her? Ja, und das kann, wie gesagt, hier mit früheren Leben zu tun haben, mit Verträgen zu tun haben, mit Seelenverträgen zu tun haben, die man auch mit anderen Menschen geschlossen hat. Also es kann sein, dass da auch immer mal wieder irgendwas dazwischen funkt. Das soll aufgeräumt werden. Ja, und deswegen dauert das manchmal eben auch mit dieser Separationsphase, weil man geht eure Aufgaben an. Ja, dann werdet ihr auch in eure Union reinkommen. Solange Dinge nicht gelöst werden, bleibt ihr halt in so einem Schwebezustand. Ja, und das ist halt wichtig, hier wirklich in eine ganz tiefe Arbeit reinzugehen. Das ist auch das, was ich immer wieder betone. Ja, euch frei zu machen. Die Karte heißt anbauend. Ja, also wirklich, ne, schaut mal, die sind hier festgebunden mit so Seilen. Ja, und ich glaube, sie hat das jetzt schon geschafft und darf halt in den Mond reinschweben. Die Person. Ja, es ist jetzt auch egal, ob das Mann oder Frau ist. Und ne, wie gesagt, also beide sollen diese Arbeit eben erledigen. Das ist ganz wichtig, okay. Und wir haben hier auch den Hinweis auf Energieheilung.
Ich greife jetzt mal eben kurz vor, dass sie hier entweder mit Merlin direkt arbeitet oder vielleicht mit jemandem arbeitet, der eben mit Merlin verbunden ist. Wir haben hier, ne, das kann auch sein, dass sie hier zu den Zeiten von Stonehenge in irgendeiner Form Verträge abgeschlossen habt, etc. Sucht euch jemanden, der euch helfen kann oder lasst euch selber einweihen in eine bestimmte Energieform. Ja, und Kali sagt auch Ende und Anfang, was jetzt nicht heißt, dass diese Beziehung zu Ende ist, weil die nie ein Ende hat. Ja, aber Altes muss losgelassen werden, um Platz für Neues zu schaffen. Und wenn ihr diese alten Verhaltensmuster nicht loslasst, wie gesagt, ihr werdet in eure Union reinkommen. Die Frage ist nur, wie lange? Okay, weil wenn ihr das nicht aufgeräumt und nicht geheilt habt oder zumindest nicht die Mühe reingegeben habt, dann werdet ihr genau da euch wieder trennen, wo ihr vorher wart. Okay, ich spreche aus Erfahrung, ich weiß, wovon ich rede, ja. Also von daher ist es halt, wie gesagt, unheimlich wichtig, einiges einfach mal zu beenden und die Dinge anders zu machen und hier, wie gesagt, in diese tiefe Heilung reinzugehen, okay? So. Ja, die männlichen Energien lassen jetzt hier gerade etwas los. Wir haben die Karte Sacrifice. Das ist im klassischen Tarot der Gehängte. Man hat sich hier durch den Schlamm gearbeitet, praktisch jetzt schon so eine Art neues Kleid angezogen. Hier kommt Regenbogenenergie. Man sieht auch die Dinge anders. Also hat einen anderen Blickwinkel und eine andere Sichtweise eben zu dem, wie es vorher gewesen ist. Das hat natürlich auch mit Awakening zu tun, dass da eben, wie gesagt, Geistesblitze kommen, Aha-Erlebnisse, Awakenings, Mini-Awakenings, größere Awakenings und so weiter, bis man eben sich voll und ganz hier entfalten kann, ja, wie ein Lotus aus dem Matsch herausarbeiten. Interessanterweise haben wir die Karte Surrender to Non-Action. Ja, jetzt ist gerade eine Zeit, um in die Stille hineinzugehen und nicht unbedingt zu agieren. Ja, vielleicht auch einfach mal ein- und auszuarbeiten und sich auf die Kraft zu fokussieren und andere zu einem kommen zu lassen. Das kann man jetzt so oder so sehen, weil hier haben wir ja einmal die Karte Loslassen, Surrendern. Vielleicht ist es jetzt auch mal Zeit, das zu surrendern und tatsächlich mal so ein bisschen etwas loszutreten und von sich auszukommen und sich auch hier aus dieser Nine of Swords Energie rauszulösen. Okay, vielleicht brauchen die einen oder anderen noch ein bisschen und sind deswegen jetzt noch in dieser Non-Action unterwegs. Das ist noch so ein bisschen, das hängt jetzt gerade noch so ein bisschen, weil hier noch eine Aufgabe bearbeitet werden soll. Nine of Swords, ja, ist halt auch wieder eine Energie, die im Kopf unterwegs ist. Eine Blockade anzeigt, schlaflose Nächte anzeigt. Also man kämpft auch mit den eigenen Dämonen, ja, die eben da sind. Die kommen halt auch, um aufmerksam zu machen. Also das Dunkle, das muss jetzt nicht immer irgendwie grauenhaft schlecht sein, aber das ist halt eine harte Schule, durch die wir durchgehen. Ja, das sind noch viele verwundete Heiler unter uns, die eben durch den Schmerz erst die Empathie entwickeln, andere verstehen zu können. Okay, ja, das ist halt eine etwas härtere Aufgabe, aber das kann man halt alles in irgendeiner Form lösen. Ja, aber vielleicht ist es eben halt, wie gesagt, jetzt noch mal so ein bisschen so zu refokussieren, beziehungsweise einfach noch mal nachzudenken und sich diese Schwerter dann eben auch zu entfernen. Und dafür braucht man vielleicht auch manchmal ein bisschen Stille, damit man das dann loslassen kann. Ja, also das ist hier auch spirituelle Arbeit, die erledigt wird. Bloß wenn man jetzt nichts von einem anderen hört, heißt das noch lange nicht, dass die nichts tun. Ja, sondern viele arbeiten tatsächlich an sich. Ja. Und wir haben hier also auf jeden Fall wache Twins auch dabei, ja, von der männlichen Seite. So, wir haben bei der weiblichen Energie Open Up. Geht mal aus dieser Vierer-Energie raus. Ja. Das haben die männlichen Energien, hatten hier diese vier, ja, vom Märchenschloss abgewendet und irgendwie im Irrgarten gelandet. Und die weiblichen Energien, ihr werdet jetzt aufgefordert, euch zu öffnen. Ja, immer diesen Vorhang zur Seite zu nehmen. Und guck mal, also die sieht toll aus. Ja, so auch vom Gesichtsausdruck. Das ist erhaben und ich glaube, sie hat hier auch irgendwie so einen Funken auf dem dritten Auge, beziehungsweise irgendwas dazwischen. Und hier geht es darum, sich zu öffnen, Stress loszulassen. Ja, also hier ist auch eine sehr offene Körperhaltung da, ja. Und hier, na, auch ihr sollt ein- und ausatmen. Also das spiegelt sich ganz gut hier mit den männlichen Energien. Und ja, mal diesen Druck im Körper loslassen. Also wirklich auch mal hinzuhören, wo habe ich den Druck aufgebaut? Ist das in den Schultern? Atme ich nicht tief genug? Habe ich eine Blockade im Herzchakra oder irgendwo anders? Also da wirklich mal reinzuatmen. Vielleicht auch mit Meditation dran zu gehen und Stress loszulassen.
Ja, und um in euer Zentrum reinzukommen. Und sie steht hier auch sehr zentriert und ist, wie gesagt, in der Lage, sich zu öffnen. Wir haben hier die Queen of Cups. Das ist eine süße Königin, ja. Sehr emotional, sehr romantisch, ja, verspielt, verträumt, mit dem Element des Wassers verbunden. Also das ist die Königin der Gefühle, ja, die Königin der Intuition. Das ist auch eine Magierin, die halt ja, eben über Gefühle manifestiert. Und das geht halt nicht, wenn man dicht ist. Deswegen werdet ihr jetzt aufgefordert, euch hier zu öffnen, Stress loszulassen, ja, und in die Manifestation über Gefühle reinzugehen. Das ist natürlich auch Herz-zu-Herz-Kommunikation mit euren männlichen Energien. Ja, und auch darauf zu vertrauen. Ich habe ja gesagt, hier werden jetzt gerade zarte Bande geknüpft, ja, also auch von den männlichen Energien. Die checken jetzt halt gerade ab, wo ist sie denn? Ist sie mit jemand anderem zusammen? Hat sie überhaupt noch Bock auf mich? Ist das so schief gelaufen, dass wir überhaupt gar keine Chance mehr miteinander haben? Ja, das ist, ne, also vertraut da drauf, dass eure Twins auf euch zukommen möchten. Ja, und auch die müssen sich halt momentan an Zeichen orientieren. Spirit wirkt hier mit ein, okay? Und wie gesagt, die Person wird nicht gestochen von irgendwelchen Bienen. Ja, und ne, Spirit führt eben dahin, hier, ihr beiden seid miteinander verabredet. Jetzt, ne? Los, hopp. Hier, wir haben Sexual Arts, tolle Karte, über die ihr miteinander verbunden seid. Ja? Und das ist halt diese Liebe auf der 5D-Ebene, wo man einfach weiß, man ist mit demjenigen die ganze Zeit über zusammen. Ja? Und fühlt die Energie und diese Liebe vor allen Dingen auch. Also es können die krassesten Sachen passieren. Ja? Also wirklich ganz heftige Dinge mit Einschnitten ins Leben etc. Aber diese Liebe wird immer wieder kommen. Ja, auch wenn man zwischendurch mal die Hoffnung aufgibt und den Glauben aufgibt und irgendwie sich fragt, was soll das alles? Das ist diese Verbindung über die 5D-Ebene, die 33 und wie gesagt, Sexual Art. Ja, das kann also auch sein, dass jetzt gerade sehr viel über Sexualität ausgemacht wird. Ja, dass ihr eure Twins fühlen könnt, wenn das Feuer lodert und andersrum auch und ihr hier eben Kunst veranstaltet. Ja, und das ist also nicht nur Sexualität, sondern es ist halt auch sehr hingebungsvoll. Ja? Also guck mal, ich meine, das ist ein Liebespaar, was sich hier irgendwie umarmt. Das ist jetzt nicht ne, so eine One-Night-Stand-Geschichte, sondern das ist halt echt sehr innig und sehr toll. Und beide haben sich verziehen. Ja, es ist praktisch so, als würde er kommen und um Verzeihung bitten und sie sagt, hey, es ist alles gut. Und das ist das, was ihr veranstaltet. Ja? Was jetzt gerade, also nur die gemeinsame Energie betrifft. Unabhängig von dem, wie es vielleicht im Außen aussehen mag, ja, und wie gesagt, die männlichen Energien kämpfen sich hier noch so ein bisschen durch den Schmerz durch, um hier das eine oder andere zu verarbeiten. Wie gesagt, das ist nicht nur immer so, dass die männlichen Energien dem weiblichen wehtun, sondern es ist andersrum genauso. Ja, letzten Endes geht es aber auch darum, also als nächsten Schritt wieder hier diesen gemeinsamen spirituellen Pfad zu betreten. Okay, das ist halt dieses, ne, ich komme jetzt in den Garten zurück, ich weiß, dass hier dieser Tempel steht. Ja, das ist das, wo man sich treffen soll zum Date. Ja, das, was hier hinten, ich weiß nicht, ob es doch, jetzt könnt ihr es sehen, ja. Also ihr sollt euch da treffen. Ja, ne? Und wie gesagt, die männlichen Energien sind jetzt vielleicht irgendwo noch hier unterwegs, aber die gehen jetzt schon wieder die Treppe runter, ja, um sich hier dann irgendwie, vielleicht gibt es noch ein paar kleine Irrwege. Ja, vielleicht muss man noch mal irgendwie kurz in den Tümpel reinfallen und irgendwie, weiß ich nicht, ja, ihr wisst, was ich meine, okay? Ja, vielleicht bleibt man auch noch mal im Dornbusch irgendwie hängen und so weiter, aber ihr werdet euch hier treffen. Das geht aber nur, wenn beide das möchten. Ja, und deswegen, wie gesagt, vertraut eben auf das, ja, und vertraut auch auf eure Twins und Spirit ist ja auch mit dabei und sagt, es ist ein spiritueller Weg. Wir haben die Karte Make the Effort. Ja, great love. Also große Liebe ist es wert, die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu unternehmen. Ja, hier sehen wir jetzt so einen kleinen Jungen, der auf das kleine Mädchen zukommt und Blümchen mitgebracht hat. Und ne, das ist also sehr verheißungsvoll. Das ist aber auch eine Karte, die für mich immer zeigt, dass es vielleicht noch den einen oder anderen Zwischenschritt gibt. Ja, und das hat eben auch mit dieser Auflösung hier zu tun. Ja, anbauend, also euch wirklich frei zu machen und mal wirklich hinzugucken, okay, habe ich jetzt hier vielleicht noch das ein oder andere Muster, was bearbeitet werden soll, ne, vielleicht ein Gang irgendwie zum Schamanen oder zu einer Hexe oder irgendwie, ihr habt auch selber diese Kräfte, das zu tun. Ja, und sich vielleicht auch mal damit auseinanderzusetzen, wie es ist, wenn man ne, tatsächlich vielleicht auch mit anderen Menschen karmische Stricke durchschneidet und wie frei ihr danach einfach seid.
Okay, und da, ne, mit dem einen oder anderen vielleicht auch echt mal bewusst ein Ende zu setzen. Ja, also Kali kommt jetzt nicht und sagt, ihr sollt nur das Ende mit eurem Twin setzen, sondern ihr sollt hier Dinge beenden, die nicht mehr funktionieren, die vielleicht in der Vergangenheit dazu da waren, um dem Selbstschutz zu dienen oder irgendwie whatever. Ja, nur einiges funktioniert eben nicht. Und das ist das, was losgelassen werden soll. Ja, damit ihr hier, das ist eben auch dieser so ein Zwischenschritt. Ja, damit man wieder aufeinander zugehen kann, damit man hier, ne, wie gesagt, sich hinsetzen kann und sagen kann, wow, das war so eine krasse Reise. Ich habe dies und das und jenes erlebt. Und ihr werdet die Bestätigung von euren Twins bekommen, dass denen das genauso geht. Ja, wir haben auch eine Sehnsucht hier mit drin über das höhere Selbst, da komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Receptivity, wie empfangsbereit seid ihr und wie weit, ne, und was könnt ihr geben? Ja, hier kommt so ein kleiner Kolibri mit einem Geschenk und also Kolibris stehen für die Herzöffnung. Das sind, also wenn ihr Kolibris seht, das sind Tiere oder Vögel, die mit dem Thema Liebe zu tun haben und eben auch mit der Herzöffnung. Ich habe hier so einen kleinen Schwarzen, der immer mal irgendwie hier vorbei flirt. Deswegen weiß ich, dass die eben auch ne, dafür stehen, das Herz zu öffnen. Und hier ist, ne, auch diese Frage dahinter oder beziehungsweise die Aufforderung dahinter, euch selber zu erlauben, mal etwas anzunehmen. Und euch selber auch erlauben, etwas zu geben. Das finde ich sehr schön, ja. Das zeigt eben auch so, ne, diesen gegenseitigen Austausch und dieses gegenseitige, ja, aufeinander zuarbeiten. Und vielleicht kommt Spirit jetzt mit Geschenken. Ja. Das können, wie gesagt, Synchronizitäten sein. Das kann aber auch durchaus sein, dass hier jetzt auf der 3D-Ebene einiges passiert. Wir haben die Karte Handwriting. Ja, also das ist authentisch sein. Also darum geht es, ja, seine Maske mal abzulegen und wirklich authentisch aus dem Herzen heraus etwas zu tun. Ja? Und wenn das hier mit Schreiben zu tun hat. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt unbedingt von den männlichen Energien kommen muss. Das kann auch sein, dass hier einige weibliche Energien sich öffnen sollen, etwas schreiben sollen. Ja, vielleicht ist nicht unbedingt irgendwie ne, so dieses typische auf WhatsApp, hallo, wie geht's? Also, sondern tatsächlich mal wirklich etwas niederschreiben. Ob ihr das dann abschickt oder nicht, das ist dann nochmal was anderes, aber ich kann euch sagen, dass ne, also alles, was an Kommunikation in irgendeiner Form stattfindet, das kommt an, auch wenn man nicht direkt eine Antwort bekommt. Ja. Aber ne, Spirit sorgt eben dafür, dass ihr Antworten kriegt. Ja, und hier ist ne, auch etwas, was mit einem gegenseitigen Austausch stattfindet. Ja, und die sich jetzt positiv, auf eine positive Art und Weise dazu animiert fühlen, hier ja, die Tür zu öffnen, tretet da durch. Ja, also ich meine, einer muss es ja letzten Endes so oder so machen. Und wie gesagt, also wenn die männlichen Energien sich hier voll die Filme schieben, ja, hat es den anderen, ne, und so weiter und da ein bisschen hilflos sind, ja, dann ist es also durchaus möglich, wir sollen ja auch mal irgendwie ne, die Hand reichen. Das ist zwar schön, auch erobert zu werden, aber vielleicht brauchen die einen oder anderen so einen kleinen in die richtige Richtung, ja, damit sich hier eben dieses Füllhorn öffnen kann und damit die männlichen Energien auch in der Lage sind, dann hier. Ja, eben auch mit einer richtigen Offerte aufzutauchen. Also wie gesagt, Kommunikation haben wir hier mit drin. Ja, das ist also ja, eine Ankündigung eben darauf, dass jetzt hier in der nächsten Zeit bestimmt bei den einen oder anderen etwas in dieser Form stattfinden wird. Und bereitet euch darauf vor. Ja, das ist wichtig. Ihr solltet eben auch Spiritualität und das Praktische ausgleichen. Ja, also man kann auf der 5D-Ebene rumtouren ohne Ende. Aber man kann sich da aber auch verlieren, ja, und dann auf 3D klappt irgendwie gar nichts und dann ist man nur noch in 5D unterwegs und da verliert man den Bezug zur Realität, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, weil beides wichtig ist, ja, also nur tatsächlich hier mal so das Spirituelle mit dem Praktischen, mit dem Materiellen, mit der 3D-Ebene auszugleichen. Und dazu ist, wie gesagt, ne, werden einige aufgefordert, jetzt vielleicht Effort, also die Mühe hineinzugeben, die richtigen Schritte zu unternehmen. Okay. So. Wir haben Hilarion mit dem Thema Gesundheit und Heilung. Das ist ein Meister, ein aufsteigender Meister, der über das Herzchakra wirkt, mit der Farbe Grün kommt, um euch bei der Herzheilung zu helfen. Ja, also mit ihm könnt ihr arbeiten, ihn könnt ihr rufen, der ist relativ fix da. Die aufsteigenden Meister sind ja eine Ebene weiter als wir und sind eben ja für uns in unserer menschlichen Gestalt zuständig, um uns eben ja zu unterstützen. Das ist ein sehr weiser Meister, ja, der eben halt, wie gesagt, hier kommt und sagt, ich helfe euch jetzt bei der Herzheilung, damit ihr euer Herz wieder öffnen könnt.
Ja, damit hier ein bisschen Romance reinkommt, ein bisschen noch mehr Liebe und ja, man die Schwingungen eben auch erhöht werden können. Das geht jetzt auch an einige hier, die sollten mehr Wasser trinken. Die einen oder anderen trinken vielleicht tatsächlich ein bisschen zu viel Kaffee, ein bisschen zu viel Cola oder einfach viel zu wenig. Ja, es gibt auch Menschen, die einfach nur 1 Liter Wasser am Tag trinken und man kommt halt irgendwie aus, ja, ist halt irgendwie ständig dehydriert, aber das ist halt nicht gut für den Körper, ja, und weil da Energieblockaden auch sitzen, die man mit Wasser ganz gut ausspülen kann, also ihr werdet eurem Körper helfen. Das ist natürlich auch Wasser zum Fließen zu bringen, ja, gerade wenn man eventuell hier so ein bisschen blockiert ist, noch in Herzensangelegenheiten, kann es also durchaus helfen, Blockaden aus dem Körper abzutransportieren. Ja, also versucht einfach mal ein großes Glas Wasser mehr zu trinken als sonst und vielleicht auch eine Wasserkur zu machen. Ja, es gibt Heilsteine, die ihr ins Wasser schmeißen könnt oder Heilwasser. Ihr könnt natürlich auch euer eigenes Heilwasser herstellen. Hilarion, kann auch mit seinen Händen heilen. Also ihr könnt auch bitten, ne, das Glas Wasser zu segnen. Ihr könnt natürlich auch Symbole unter euer Wasserglas stellen. Ihr braucht eigentlich nur auf einem Blatt Papier ein Herz drauf zu malen. Ja, und dann stellt ihr das Wasser drauf und lasst das einfach mal wirken. Wasser hat die Eigenschaft zu speichern. Ja, und von daher trinkt ihr dann die Liebe. Und dann schaut mal, was passiert. Ja, also Oshun kommt jetzt hier, wie gesagt, trinkt mehr Wasser und macht das einfach mal. Weil ein Glas Wasser mehr am Tag, das kann echt nicht schaden. Ich finde, das ist ein ganz guter Tipp, den ich auch selber auf jeden Fall anwenden werde. Ja, wie gesagt, wir hatten die Karte der Energieheilung. Ja, um vielleicht, nur wie gesagt, also ich meine, diese Bänder, ja, diese karmischen Verstrickungen und Past Life und so weiter, das ist natürlich auch etwas, was sich im Körper manifestiert. Ja, und sich eben durch Blockaden sichtbar oder bemerkbar macht. Und da könnt ihr, wie gesagt, auch mit Wasser, mit Heilwasser dann eben arbeiten, um euch selber nochmal ein bisschen mehr zu unterstützen, damit ihr hier, ne, den Weg findet und nicht irgendwo im Irrgarten verloren geht, weil das wäre schade, wenn ihr euch jetzt hier verpasst. Ja? Und wie gesagt, das ist der Wunsch der männlichen Energie, jetzt hier in irgendeiner Form den richtigen Weg zu finden. Ja, damit man sich hier eben ja, wieder vereinen und treffen kann. So, wir haben jetzt noch hier noch ein paar interessante Karten vom höheren Selbst. Ich trage Masken. Immer noch. Ja, ich habe hier meine Maske auf und das ist mir bewusst. Ich habe hier auch Ängste. Ja, vielleicht auch Ängste davor, abgelehnt zu werden. Vielleicht hat das in der Vergangenheit auch stattgefunden, ja, dass das hier eine Aufwartung passiert ist und man ist praktisch oder mehr oder weniger vor den Kopf gestoßen worden. Vielleicht sind hier auch Missverständnisse an die Oberfläche gekommen, etc. Also hier sind immer noch Ängste mit drin. Ja, das geht aber auch jetzt ins Ascending rein, also in den Ascending Process, in ein ruhigeres Gewässer soll das Ganze jetzt vordringen. Wir haben immer noch so ein bisschen Kontemplationszeit, ja, wo man einfach mit sich selber unterwegs ist, im Rückzug unterwegs ist, versucht das größere Bild zu sehen, sich selber auch natürlich zu verstehen und sich selber auch zu betrachten, um eben in das Ascending reinzugehen. Das ist ganz wichtig, um dann eben auch in der Lage zu sein, warum trage ich, also zu verstehen, warum trage ich denn Masken? Ja, warum habe ich Ängste? Ja, und dazu muss man sich halt, wie gesagt, manchmal hier auf so eine Bergspitze zurückziehen, damit Aha-Erlebnisse kommen. Ja, damit hier diese Sonnenenergie kommt, wo man sagt, boah, jetzt verstehe ich mich. Und jetzt verstehe ich auch jemand anderen. Ja, das ist halt dieses, ne, in die Empathie eintauchen. I miss you. Ich will dich wiedersehen. Ich halte fest an dieser Liebe. Ich halte dieses Herz fest. Das ist no Nostalgie. Ja, das ist die Six of Cups. Also, ne, auch eine Karte, die mit Soulmates zu tun hat, Twin Flames. Also mit diesen spirituellen Verbindungen, Wiedersehen, ja, aufeinander zugehen, sich aufeinander. Ich möchte mit dir alt werden. Okay, und ich denke an unsere Zeit zurück. Ich bin im Awakening unterwegs. Okay. Ja, und ich, wie gesagt, versuche hier gerade irgendwie ne, aus einer Kontemplation, vielleicht aus diesem Rückzug, in den ich reingegangen bin, mich selber besser zu verstehen, hier ins Ascending, ins Awakening zu gehen. Und ja, ich vermisse dich. Ich möchte gerne mit dir kommunizieren. Communication. Ja, und guck mal, hier sind ganz viele Bänder miteinander. Ja, das kann jetzt natürlich irgendwie, wie heißt das denn, viral? Nee, übers Netz passieren. Ja, mit E-Mails, WhatsApp, irgendwie was auch immer. Das kann natürlich hier auch ein schöner handgeschriebener Brief sein, den wir hier hatten. Also was Authentisches, aber das muss jetzt nicht mit der Handschrift, also meine Handschrift zum Beispiel, die kann ich noch nicht mal lesen. Deswegen schreibe ich am besten auf dem Computer, weil das wird sonst echt ein ganz großes Rätsel raten. Ja, aber man kann ne, also authentisch sein und eben auch auf dem Computer schreiben. Das geht auch. Ja, also. Aber ne, ihr wisst, was ich sagen möchte. Kommunikation ist natürlich auch über
wie heißt das denn, über Telepathie möglich. Also glaubt an das, was ihr hier reinbekommt. Ja, nehmt auch den Querschnitt raus. Es gibt manchmal Tage, was sich hier auch ganz gut erklärt, wo man einfach traurig ist und, oh, und man ne, halt total feststeckt. Und dann kann es aber sein, dass es am nächsten Tag schon wieder ganz anders ist und dass dann hier irgendwie ne, in dieses Rumgeknutsche und ne, ja, in diese schönen Energien reingeht. Also versucht da wirklich den Querschnitt einfach rauszunehmen und euch jetzt nicht irgendwie, falls mal eine Synchronizität oder ein richtig krasses, trauriges Lied und so weiter kommt, euch davon total triggern und reinreißen zu lassen. Dass es eben auch in die Stärke und in die Kraft reinkommt. Und das sollen die weiblichen Energien ja auch. Ja, also sich nicht irgendwie jetzt nur von einer Sache komplett wegtriggern zu lassen und alles andere gar nicht mehr wahrzunehmen, sondern tatsächlich den Querschnitt rauszunehmen. Du bist meine Muse. Ja, du inspirierst mich. Hier sind Galaxien entstanden. Das kann natürlich auch sein, dass hier Gedichte verfasst werden, ja, Songs verfasst werden, irgendwas Künstlerisches. Ja, also viele der männlichen Energien sind Künstler. Ja, das ist vielleicht nach außen hin nicht wirklich sichtbar, aber das sind, ne, wir haben es hier also wirklich mit alten und ganz tiefen Seelen zu tun, wo auch Dinge an die Oberfläche kommen, die eventuell aus früheren Leben mitgenommen wurden, genauso wie bei den weiblichen Energien. Ja, und hier passiert etwas in Kommunikation. Also wir haben jetzt hier ne, mehrere Karten, die eben darauf hindeuten, dass es hier jetzt in die nächste Stufe reingeht, dass hier Energien, wie gesagt, noch ein paar Schmerzen aus dem Vergangenen ausgeheilt werden sollen. Wir hatten jetzt auch gerade in der letzten Zeit, in den letzten paar Wochen immer mal wieder irgendwie Readings, wo Third-Party-Energien an die Oberfläche kamen bei den männlichen und bei den weiblichen Energien. Wie gesagt, das muss jetzt nicht sein, dass es was Aktuelles ist, aber es kann sein, dass da einfach ein Schmerz hochgekommen ist. Ja, und vielleicht auch ein Schmerz aus früheren Leben, weil da man mit jemand anderem mitgegangen ist und so weiter. Ja, also das, ne, das müsst ihr dann eben auf eure eigene Geschichte ja, umlegen. So. Ja, zurück zu dem, was du liebst. Dein momentaner Prozess gibt dir Gelegenheit, neu zu gewichten, was du willst. Ja, und schaut mal, hier steht jetzt eine Person. Hier haben wir einen Weg und hier hinten, warte mal, ich bin damit, der Autofokus ist so doof. Hier hinten ist auf jeden Fall ein Gesicht zu erkennen. Ja? Und man muss vielleicht jetzt noch so ein Stück des Weges gehen. Aber es geht auch eben darum, sich zu entscheiden, welchen Weg wollt ihr wählen. Ja? Wollt ihr jetzt irgendwie im Irrgarten, ne, irgendwas, was ich wo landen, oder wollt ihr zurück? Ja? Und hier wird eben ne, aufgefordert, zurück zu dem, was du liebst. Geht diesen Weg. Ja? Auch wenn es jetzt vielleicht ein anderer Weg ist als vorher. Aber hier sind ne, bunte Bäume mit drauf und also ich glaube, hier geht man ganz gerne lang. Also ich würde auf jeden Fall ganz gerne lang gehen und ja, es geht, ne, das ist die Aufforderung, komm doch bitte nach Hause. Vertraut eurer inneren Kraft, auch nochmal eine Elf. Ja? Du bist stärker, als du glaubst. Ja, es geht jetzt an die männlichen und an die weiblichen Energien. Wir haben ja auch ne, wieder so eine Wahrsagerkugel, die eben zeigt, dass es Dinge vorhergesehen sind. Nicht alles im Leben ist vorhergesehen, aber bestimmte Begegnungen sind einfach dazu da, weil es so sein soll. Ja, weil das eben in unserem Seelenplan mit drin ist. Und wir sollen nicht leiden, ja, zumindest nicht dauerhaft. Und wie gesagt, diese Separationszeit, das ist nicht dazu da, um uns zu bestrafen, sondern wir sollen was lernen und was aushalten, ja, weil es sonst nicht funktionieren wird. Ja, sonst kommt man immer wieder, solange bis wir es gelernt haben, solange bis wir geheilt haben. Ja, und vertraut eurer inneren Kraft, das ist auch nochmal so eine Aktivierung irgendwie von den ganzen Downloads und dieser ganzen Magie, die einen eigentlich in dieser Reise drin steckt. Das ist total magisch, was wir hier erleben. Das ist was ganz Besonderes. Deswegen verstehen das auch so wenige Menschen, weil die halt diese Magie nicht haben. Das ist, also wir dürfen uns geehrt fühlen, ja, dass wir das erleben und nicht alleine sind, auch wenn wir vielleicht auf der 3D-Ebene manchmal einfach alleine sind, aber letzten Endes jeder, der ehrlich zu sich selber ist und eine wahre Twin Flame ist, ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid. Das seid ihr niemals, okay? Geistige Verbundenheit, ja, diese Verbindung in dieser Beziehung reicht über dieses Leben hinaus. Und das wissen beide. Ja, hier steht ein Brautpaar, hier unten wird getanzt, ja, hier, sie ist mit ihm verbunden, beide gucken sich an und sind hier, na, das ist ganz innig. Das ist was ganz Schönes, was hier ist. Ja, und das seid euch gewiss, ja, dass das, na, euer Counterpart, das genauso wahrnimmt. Und die männlichen Energien, die sind verdammt gut. Ja, was auch diese Kommunikation eben über die andere Ebene angeht. Nicht alle sind jetzt 100% bewusst, die sind halt, ne, wie wir jetzt hier gesehen haben, auch im Awakening unterwegs, aber die sind super, was das angeht, ja.
Also die können Wunder vollbringen und auch diese Synchronie, also Synchronizitäten, das sind Wunder, die passieren, weil wir genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort da sind, um dieses Wunder zu empfangen. Was meint ihr, was da oben los ist, ne, auf der anderen Ebene, dass das alles eingerichtet werden kann, dass wir in der Lage sind, das empfangen zu dürfen und empfangen zu können. Und die weiblichen Energien, die können das genauso. Ja, also hier geht was ab und das ist was sehr Schönes, ja, weil wie gesagt, hier tanzt, ne, das Brautpaar und man ist sich verbunden. Komme, was wolle, ja. Und auch wie gesagt, wenn zwischendurch mal ein dunkles Kapitel da ist, das gehört zu eurer Geschichte dazu. Das heißt aber nicht, dass man für immer in diesem Kapitel bleiben muss, sondern man kann eben auch dann ja, den Weg weiter beschreiten. Und Spirit fordert ja jetzt auch dazu auf. Es ist ein spiritueller und es ist ein heiliger Weg. Ja. Fühlt euch geehrt, dass ihr den gehen dürft. Und wie gesagt, ne, folgt Spirit und ne, nehmt eben das an, was ihr jetzt gerade von euren Twins bekommt. Ja, das ist real, was da passiert. Und ihr sollt, wie gesagt, hier ja, euch da wieder treffen und leitet jetzt die notwendigen nächsten Schritte ein. Was auch immer das sein mag. Das ist jetzt für jeden was anderes. Ja. Nur hier geht es halt, wie gesagt, auch letzten Endes dann eben darum, zu kommunizieren, ja, und sich auf einer neuen Ebene nochmal zu treffen. Meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mit dem Reading anfangen und konntet euch was rausziehen. Ich gebe euch bald Informationen dazu. Wir sind ab September. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das mit dem Lockdown aussieht und mit dem Ein- und Ausreisen ne, hier aus Brasilien, ob man dann fliegen darf und so weiter. Aber ich treffe mich morgen mit meiner Schamanin. Da machen wir schon mal so eine Art Grundplan für Rituale, die dann stattfinden, mit und ohne Medizin. Und sobald wir irgendwie was haben, was ein bisschen mehr als ein kleines Grundgerüst ist, ja, werde ich euch dazu Informationen geben und vielleicht sehen wir uns dann ja. Ich drücke euch von meinem ganzen Herzen und bis bald. Bye bye.